Bevor wir einen Blick in die Gewächshäuser werfen, müssen wir natürlich erst noch die Hühner füttern. Die warten schon auf ihre tägliche Ration. Na, meine Mäuse, seid ihr hungrig? Ja, hallo, guten Morgen. Ihr fein. Na, nicht ausbrechen. So, und was haben wir? Da. Yep. Na. Hey, aufpassen. Bleibst du stehen? Die Nachfrage nach Eier ist extrem groß. Zum Glück hatten wir dieses Jahr auch viele Glucken und somit können wir vielleicht unsere Hühnerschar etwas vergrößern. Ich denke, bei uns kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Eier von glücklichen Hühnern kommen. Bei einem Gartenrundgang, den wir eigentlich monatlich anbieten und in unserem Newsletter veröffentlichen, kann man sich selber davon überzeugen. Ihr Lieben, ich zeige euch heute mal die Gewächshäuser. Wir machen mal eine Runde und hier und da habe ich was zu sagen. Schauen wir mal. Kommt mit. Hier stehen die Tomaten auf der Seite. Das sind 6 Reihen im Abstand von 50 cm gepflanzt. Nachteil ist jetzt, habe ich gemerkt, hier oben auf dem Acker ist es immer sehr feucht. Das heißt, die Nachttemperaturen gehen hier doch noch etwas stärker nach unten und morgens sind die Tomaten in der Regel immer ziemlich nass. Das hat den Nachteil, dass wir hier relativ zügig von der Kraut- und Braunfäule betroffen sind. Ich baue also jetzt Tomaten bestimmt seit über 30 Jahren an und habe sie noch nie gehabt und das erste Mal hier oben auf dem Acker und ich habe sie leider schon drin. Solltet ihr mal die Kraut- und Braunfäule haben, ja, und die Blätter rausschneiden, was ja immer so die Anfangsreparaturmaßnahme ist, dann immer mit Desinfektionsmittel arbeiten, damit ihr die Sache nicht von Pflanze zu Pflanze übertragt, ja, sondern immer Pflanze schneiden, die Schere desinfizieren und dann erst an die nächste Pflanze gehen, weil so kann man Schlimmeres verhindern. Ich will euch mal zeigen, ob ich irgendwo eine Stelle finde, um euch die Krankheit auch irgendwie ein bisschen plausibel darzustellen. Wenn ich was sehe, zeige ich es euch, okay? Ansonsten lasst uns gerade mal auf die andere Seite gucken. Da haben wir die Paprikas und den Basilikum. Zumindest die zweite Pflanzung Basilikum. Das ist jetzt der lilane bzw. der blaue. Ich weiß nicht, warum der hier so ein bisschen verblichen ist. Ist wahrscheinlich zu warm. Der Paprika steht gut da, aber es gibt einen Unterschied, das werdet ihr gleich sehen. Von der Größe und der Üppigkeit auf dieser Seite zur Größe und Üppigkeit auf der anderen Seite.
Da sieht der Paprika nämlich um einiges besser aus. So, ansonsten, wie gesagt, die Tomaten, die habe ich gestern schon alle bearbeitet. Die habe ich alle konsequent ausgeblättert. Das heißt, ich habe im unteren Bereich alle Blätter entfernt, ja, und habe zwischendrin immer wieder da, wo die Pflanzen zu eng standen, auch mal Blätter rausgenommen, dass die Blätter bei der Pflanze hier, bei denen so hängen, das ist sortenabhängig. Das ist kein Wassermangel oder kein Mineralmangel, sondern das ist wirklich, das ist sortenabhängig. Ihr seht zum Beispiel hier diese Tomate, die hat ein unglaubliches Blattwerk. Also da habe ich gestern so viel rausgeschnitten. Und das ist natürlich für die Braun- und Krautfäule halt ja eine tolle Angriffsfläche. Wobei ich sagen muss, dass diese Sorte noch sehr robust ist. Den schlimmsten Befall habe ich eigentlich hier bei der Sorte Black Cherry. Das ist die hier. Und da gucken wir mal kurz. Da. So, da haben wir jetzt so ein Blatt. Da sieht man es ganz deutlich. Ja, auch auf der anderen Seite hier. Und das ist die Braun- und Krautfäule. Und da kann man im ersten Step nur hingehen und das, was befallen ist, wirklich abschneiden, konsequent, täglich kontrollieren, immer wieder nachgucken. Ausgeizen zwischendurch nicht vergessen. Im unteren Bereich sind die Pflanzen völlig okay. Nur im oberen Bereich haben wir halt den relativ hohen Befall. Ja, andere Seite, wie gesagt, der Paprika, der steht ganz anders da. Und natürlich hier, wir haben die ersten Tomätchen. Das ist die Sweet Beverly. Eine gelbe Sorte. Sehr, sehr lecker, schön süß. So, aber ich denke, wir sehen jetzt zu, dass wir hier wieder rauskommen, weil es wird ziemlich warm. So, wir stehen jetzt vorm zweiten Gewächshaus. Ganz wichtig ist, wenn ihr von dem einen in das andere Gewächshaus wechselt und nicht mit Handschuhen oder sowas arbeitet, desinfiziert euch lieber nochmal die Hände. Ja, weil wir hatten da drüben, wie gesagt, die Braun- und Krautfäule. Und wenn wir das jetzt an den Händen haben, nehmen wir den Pilz mit und gehen an die nächsten Pflanzen und übertragen es womöglich ins nächste Gewächshaus. Also, ein bisschen Hygiene ist hier schon gut angebracht. Also, rein geht's. Wir schauen. Ja, Freunde, Basilikum, ja. Wer Basilikum möchte, darf sich gerne bei uns melden. Mega lecker. Ein Duft in diesem Gewächshaus, wenn man hier drüber fährt. Einfach nur mega. Auf der Seite haben wir die Auberginen. Und ihr seht, da sind schon kleine Früchtchen dran. Es wird nicht mehr lange dauern. Und auf der anderen Seite Gurken. Ein Meer von Gurken, ein Gurkenwahnsinn. An den Gurken steht immer noch Dill. Und hier haben wir Experiment Stangenbohnen im Gewächshaus. Das sieht gut aus. Die haben sich echt gut gemacht. Auf der anderen Seite haben wir noch mal Salate und Paprika. Ja, und wie ihr seht, die Frontseiten auch für den Foliendunnel. So, also wir gehen jetzt noch mal hier durch. Ich möchte euch gerne mal was zeigen. Da müssen wir aber mal die passende Pflanze finden. Hier haben wir eine. So. Auch eine Gurke, das wissen viele nicht. Das kommt natürlich immer drauf an, wenn ich jetzt im normalen Hausgarten, dann muss ich das nicht unbedingt machen. Aber im gewerblichen Anbau macht man das in der Regel. Da löst man zum Beispiel hier diese Fangarme.
weil wir leiten die Gurke ja selber hoch. Und dann könnt ihr das hier sehen. Hier, das sind sogenannte Geiztriebe, die gibt es auch bei einer Gurke. Also das hier, das kleine, das ist ein Geiztrieb und den entfernen wir. So, und genauso auf der anderen Seite auch ein Geiztrieb, der wird entfernt. So, und diese Fangarme entfernen wir auch, weil die Kraft der Pflanze soll nicht dahin gehen, dass die sich festhalten müssen oder neue Triebe machen müssen, sondern die müssen nur die Früchte am Hauptstamm versorgen. Das ist ihre einzigste Aufgabe. Und das tut sie wunderbar. Wichtig ist, auch regelmäßig hochzubinden und alle, sage ich jetzt mal, 1,5 bis 2 Meter oder Meter, das kann jeder machen, wie er will, mit so einem Haken noch mal befestigen, damit, wenn die Gurke oben ist, nachher auch ableiten können und die immer noch guten Halt findet. So, das Ganze muss man in regelmäßigen Abständen machen, genauso wie bei den Tomaten, damit die Geize nicht zu groß werden und die Gurke keine Energie vergeudet. Hier sind wir jetzt auf der Freifläche. Außenbereich ist im Moment ein bisschen unspektakulär, aber wir gehen trotzdem mal durch. Wir haben hier in dem ersten Beetblock bzw. in dem dritten Beetblock fast alles nur Kohlpflanzen. Spitzkohl, Brokkoli, Blumenkohl, alles was man sich so wünscht. Hier haben wir noch ein paar Zwiebeln. Hier haben wir noch den Fenchel, der ist jetzt fast abgeerntet. Lauch haben wir hier stehen. Das ist der Beetblock 3. Im Beetblock 2 haben wir etliche Beete abgeerntet. Die werden jetzt schon wieder neu aufgebaut. Hier haben wir den Blumenkohl geerntet. Hier haben wir jetzt Buschbohnen gesetzt. Hier ist nochmal Spitzkohl drin. Ja, der Wind, der Wind, der Wind. Ansonsten relativ unverändert. Kräuter, Salate. Das ist praktisch der Beetblock 2. Und hier vorne kommt der Beetblock 1. Der geht mit Salaten, Karotten. Hier haben wir grüne Zucchini und die Jacons, gelbe, rote Beete, Erdbeeren, die Patisson-Kürbisse. Da dürft ihr gerne mal einen Blick reinwerfen. Das ist auch was ganz Tolles. Das sind lauter kleine UFOs. Im kleinen Zustand kann man die roh verzehren, sind super lecker, schön süß. Danach kann man die essen wie Zucchini und im Endstadium, wenn sie ganz groß sind, eher so in Richtung Kürbis. Ja, ansonsten Salate und die wunderbare gelbe Zucchini. Ihr Lieben, so viel zur Freifläche. Das war ein kurzer Rundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr mal wieder, was hier los ist. Ansonsten, ihr seid immer herzlich willkommen, wenn ihr mal Lust habt, im Garten zu arbeiten. Wir freuen uns immer, wenn wir Hilfe bekommen. Ja, ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao!